Hallo, ihr Neugierigen. Wenn wir euch fragen würden, was euch einfällt, wenn ihr von gefrorenen Geistern, Raumschiffen oder Wiederbelebung hört, was würdet ihr antworten? Zweifelsohne würdet ihr an einen Science-Fiction-Film oder Buch denken, oder? Aber nein, diesmal geht es nicht um einen Film, sondern um eine Religion, mit der sich viele Hollywood-Celebrities identifizieren. Ja genau, wir sprechen von Scientology. Wollt ihr darüber mehr erfahren? Dann bleibt unbedingt dran. Die Scientology-Religion sorgte schon immer für viel Aufregung und Diskussion. Und heute ist sie wieder verstärkt in aller Munde, wegen einiger umstrittener Nachrichten, die immer wieder auftauchen, wenn sich darüber bekannte Personen äußern, wie Tom Cruise und jetzt auch John Travolta über seinen verstorbenen Sohn Jet. Ein großes Durcheinander machte erst kürzlich Sam Domingo, das ehemalige Mitglied dieser Kirche, die mit ihren Informationen erneut das Thema aufbrachte. Aber wer ist sie eigentlich und was hat sie zu sagen? Domingo ist eine Schwiegertochter des spanischen Opernsängers Plácido Domingo. Sie erzählte, wie die Scientology-Sekte ihre Gläubigen indoktriniert, manipuliert, bedroht, zerstört und erpresst. Und sie verriet auch einige Geschichten über Kontakte mancher bekannter Hollywood-Schauspieler und Schauspielerinnen mit dieser Sekte. Domingo gehörte 22 Jahre lang dieser Sekte an. In dieser Zeit erlebte sie unter anderem, wie der Schauspieler John Travolta in einem Krankenwagen erfolglos versuchte, seinen 16-jährigen Sohn Jet durch ein Verfahren namens Return to Life wiederzubeleben. Das Verfahren beruht darauf, Tetan wieder in den Körper einfließen zu lassen. Aber was ist Tetan? In der Scientology gibt es drei Ebenen der Erleuchtung. Und wenn man die dritte Ebene erreicht hat, ist man bereit, die Geheimschriften des Gründers L. Ron Hubbard zu lesen und zu verstehen. Die Scientology-Anhänger sagen, dass der galaktische Kaiser Xenu vor 75 Millionen Jahren mehrere Millionen gefrorener Geister von seinem überbevölkerten Königreich zur Erde geschickt hat. Nun, genau diese Geister werden Tetan genannt. Sie sind in die Menschen inkarniert und benutzen sie als Fahrzeuge oder Container zum Wohnen. In der Sekte Scientology glaubt man, dass wenn ein Mann stirbt, entweicht sein Tetan aus seinem physischen Körper, um in einem anderen einzuschlüpfen. Und nun zurück zum angeblichen Wiederbelebungsversuch vom jungen Jet. Wie Sam Domingo behauptet, versuchte also Travolta, den Tetan wieder in Jets Körper einzubringen, aber seine Bemühungen waren vergeblich. Und als Kelly Preston, die Frau des Schauspielers, wieder schwanger wurde, glaubten die beiden, dass Tetan von Jet schließlich einen neuen Körper fand. In den umstrittenen Aussagen von Sam wurden nicht nur Travolta und seine Frau erwähnt. Sie enthüllte auch andere bekannte Namen, die der Scientology-Sekte angehörten. Der Schauspieler Will und seine Frau Jada Pinkett Smith sollten sogar eine Scientology-Schule in Calabasas in Kalifornien eröffnet haben, obwohl es ihnen zuvor verwehrt wurde, weil sie angeblich zu wenig auf die Ideologie der Sekte achteten. Außerdem bekannte die unbequeme Schwiegertochter des spanischen Tenorsängers, dass die Scientology-Kirche, der sie über zwei Jahrzehnte angehörte, sie gezwungen hat, ihr Kind loszuwerden. Und dann gab es noch jemanden, über den Sam sehr viel zu sagen hatte. Ja, selbstverständlich über den von allen geliebten Tom Cruise. Und gerade um diesen Schauspieler herum gibt es eine lange Liste von Gerüchten und bestätigten Gerüchten. In dem umstrittenen berühmten Interview im Jahr 2008 sagte Tom Cruise mehr oder weniger, dass nur die Menschen, die diese umstrittene Religion praktizieren, in der Lage seien, einer Person, die gerade einen Autounfall erleidet, echte Hilfe zu leisten oder sogar einen gefährlichen Verbrecher zu rehabilitieren, weil sie gerade die einzigen seien, die Frieden und Liebe auf die Erde bringen können. So, also, wie ihr gehört habt, medizinische Rettungshelfer sind unnötig und nach dem guten Tom verschwenden sie bloß Zeit. Und weiter behauptet Sam Domingo, dass die Ex-Frau des Schauspielers, Nicole Kidman, ebenfalls dieser Kirche, aber nur bis zur Scheidung 2001 angehörte. Und laut Sam wurden ihre gemeinsam adoptierten Kinder, Isabella und Connor, einer echten Gehirnwäsche unterzogen, auch um Verachtung und Hass auf die Mutter zu schüren. Was für eine schöne Religion, oder? Und was haltet ihr davon? Sagt Sam Domingo die Wahrheit? Kann es stimmen, dass die Scientology-Sekte so viele berühmte und mächtige Menschen für sich gewinnen konnte? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal!